Und damit ein herzliches Willkommen zurück, meine Lieben, zu WoW 1 bis 90 Leveln. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist ja eine ganze Weile schon wieder her. Ja, auf jeden Fall zu meinem letzten Infovideo schon eine ganze Weile auch her. Ich habe mir ja da gesagt, dass ich nun den Ablaufplan von meinem Kanal verbannt habe. Und ja, es kommt auch mittlerweile wirklich richtig, richtig gut. Ich habe richtig viel Bock, Videos zu machen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe auch ganz viel fertig schon auf für die Woche und auch für die Woche danach habe ich auch schon wieder zwei Sachen, aber ich weiß noch nicht, ob ich die wirklich bringe, mal gucken, oder vielleicht bringe ich die doch, mal sehen, egal, auf jeden Fall mal abgesehen jetzt vom Ablaufplan, ihr seht mich ja hier auf dem Schreckensraben sitzen, das heißt, ich habe mir natürlich jetzt endlich WoD geholt, ich muss aber auch sagen, ich und mein Freund, wir saßen da gestern davor und ich kann ja nebenbei schon mal ein bisschen hier weitermachen. Wir saßen da gestern davor und haben den Preis gesehen. Also die Spezial Edition da, ne, die kostet ja 60 Euro und die Standard Edition ohne halt dieses Haustier und ohne halt dieses Reitpad, diesen Schreckensraben, kostet es ja 60 Euro. Das ist ja doch eine ganze Menge, ey. Eine ganze Menge Holz. Ich meine, das ist ja... Moment, was mir gerade einfällt, ich habe mir noch gar nicht diesen kleinen Kerl angeschaut. Wie ist das? Küken irgendwie? Küken des Schreckens oder so? Ja, Küken des Schreckens haben wir es, ja. Lass mal angucken. Habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Hallöchen, mein Kleiner. Schnupper mal die Luft von der Scherbenwelt. Ach, ist er niedlich. Der sieht ja wirklich niedlich aus. Hallo? Hallo? Ja, hier, Hallöchen. Hallo? Auch niedlich. Also wirklich sehr, sehr süß. Also, ja, wie gesagt, wir saßen da wirklich davor und haben... Wir waren kurz davor und haben gesagt so, ne, 60 Euro, ey, nur für denn noch ein Haustier und noch ein Pet, was du denn hast. Und oh, ich weiß nicht. Und ich bin dann nun eher so der Pet-Sammler bei uns beiden, also bei meinem Freund und mir. Und guten Tag, mein Freund. Und er ist so der Mount-Sammler. Er ja, hat auch den Erfolg schon hier irgendwie... Der hat schon, glaube ich, jetzt schon den zweiten, hier diesen Flugdrachen, den grünen sogar schon. Also der ist ziemlich weit schon mit seinen Mounts-Farben, diesen Erfolg und alles. Ich bin eher so die Pet-Sammlerin. Also ich level auch sehr, sehr gerne die Pets und Haustiere in Kämpfe. Mache ich sowieso gerne. Er kann das überhaupt nicht verstehen, wie ich da irgendwelche Tiere dagegen einander ankämpfen lassen kann. Und gut, okay, ne? Aber wie gesagt, also wir waren echt da so... Oh, ey, 60 Euro, ey, das ist eine Menge, Menge Holz, ey. Dafür müssen wir eine ganze Weile arbeiten, wir beide. Und, dann aber muss ich sagen, da hat mein Freund aber auch gesagt, so, ey, komm, ey, die bringen ja nicht jedes Jahr ein Addon raus und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt, ich sage jetzt mal, ich bin nicht so wie vielleicht die meisten Frauen, ne? Was heißt die meisten Frauen? Ich sagen wir mal so, ich passe nicht so in das Klischee. Also, klar, ich schmink mich gerne, ich mache mich super gern zurecht, ich trage auch gerne Schmuck und Ohrringe und alles, ne, das ist alles, ich meine jetzt halt dieses Klischee, dass die Frauen halt sehr viel Schuhe kaufen und nur am Shoppen sind, nur am Lästern sind und sowas alles halt, ne, so dieses Klischee meine ich so, ne, und wann kaufe ich mir mal wirklich was, ich gehe in eine Stadt, wenn dann, gucke ich da, dass ich da das kaufe, was ich brauche. Ich gehe dann eher immer, wenn ich dann in die Stadt gehe, in die Abteilung der Spiele oder Computerteile und gucke mir die Grafikkarten an und oder, oh, da ist ja eine tolle Maus und oh, eine neue Tastatur, die kann ich natürlich auch gebrauchen, ne? Also da bin ich eher so der Fall, irgendwie voll komisch eigentlich, aber egal. Ja, das ist so, deswegen, wann kauft man sich mal so wirklich was? Und ich meine, wir arbeiten für unser Geld und dann haben wir gesagt, so, komm, scheiß drauf auf diese
15 Euro müssten das ein Unterschied sein, glaube ich, ja. Ja, 15 Euro. Scheiß auf die 15 Euro da mehr. Dann komm her, dann holen wir uns die Kacke jetzt, ne? Und dann haben wir uns auch die Kacke geholt. So. Wartet mal, jetzt müssen wir mal gucken. Ich sehe auch gerade, wir haben noch gar nicht uns den Buff geholt von der Erleuchtung, also für den Monk-Buff. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir holen uns jetzt hier erstmal die Sägeklinge. Oder Schmiedes beste Sägesklingelskopf. So, besser gesagt, so. Den holen wir uns jetzt hier erstmal. Ja, also wie gesagt, mit dem Ablaufplan, also das kommt wirklich sehr, sehr gut. Das hätte ich nicht gedacht. Ah, da ist er ja schon. Guten Tag, mein Freund. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich komme dich mal besuchen. Wie geht's? Wie steht's? Alles locker flockig? Schön. Ich muss echt sagen, also wo ich angefangen habe mit halt dem Kanal und mit dem Konzept, und da habe ich mir natürlich alles so ein bisschen auch überlegt, also wenn ihr da wirklich mal so einen Kanal anfangt auf WoW, natürlich, wenn ihr einen Kanal anfangt auf YouTube, müsst ihr euch natürlich wirklich überlegen, was wollt ihr machen, was wollt ihr erreichen. Ihr solltet euch auf jeden Fall so ein kleines Konzept ausdenken. Man kann es nachher sowieso noch alles ein bisschen verändern und machen und tun, aber man sollte schon eine Idee haben und es sollte auf jeden Fall eine Idee hinterstecken, ja, wie das hier alles so anfangen soll. Und wo ich es mir halt so alles überlegt habe, habe ich gesagt, weil es sagen sehr, sehr viele, dass halt Ablaufpläne wirklich sehr, sehr gut sind und die sollten auch da sein, damit einfach die Zuschauer ja so einen geregelten Plan haben, wann was hochkommt und sich darauf einstellen können und so weiter und so fort. Klang für mich auch plausibel und ich fand es auch gut und ich habe auch eigentlich mich am Anfang immer sehr gut dran gehalten und ich halte auch jetzt immer noch viel von diesen Ablaufplänen. Ich muss auch sagen, ich habe auch noch zwei Let's Player, die haben ja auch diesen Ablaufplan, halten sich wirklich rigoros dran. Also da ist nie wirklich was, wo ich da mal sagen könnte, jetzt ist das Video nicht online oder so. Also gar nicht, überhaupt nicht. Ach, jetzt können wir da wieder zurückfliegen. Das ist ja echt kacke. Ja, dann machen wir das. Das ist wirklich gar nicht so, dass ich da irgendwie mal nicht das Video finde, denn auf dem Kanal, wie es halt auf dem Ablaufplan ist, ist ja auch super so, ist auch klasse so, dass sie das so machen. Und ich, wie gesagt, ich halte immer noch sehr, sehr viel von diesem Ablaufplan, einfach um da eine schöne Regelung auch einfach reinzukriegen, ne? Aber ich muss einfach sagen, momentan, also vielleicht kommt er auch irgendwann mal wieder auf meinem Kanal. Ich kann es nicht versprechen, ich kann es nicht sagen, eventuell. Aber ich muss aber auch gerade sagen, es tut auch richtig, richtig gut, ihn gerade nicht zu haben. Weil ich habe richtig, also ich merke das richtig, ich habe jetzt nicht so, oh, morgen muss was hoch. Oh, Mensch, ich habe ja gesagt, da kommt ja morgen ein Tipp. Ach Mensch, was mache ich denn jetzt? Und muss ich das aufnehmen? Und dieses? Und oh, ne? So hang ich manchmal da. Und jetzt habe ich das ich kann ja mal auch einen Tag Pause machen und es kommt mal halt kein Video und mal wäre gut, wenn ich auch mal runterschlucke, meine Spucke runterschlucke, bevor ich hier weiterrede. So. Es ist einfach viel, viel entspannter einfach. Ich kann echt mal sagen so, nee Leute, mal heute kommt nix. Und dann kann ich aber auch am anderen Tag sagen so, oh Leute, jetzt kommen mal hier drei Videos für euch, ne. Das ist halt immer so unterschiedlich alles, ne. Und besonders gerade jetzt, da merke ich es auch wirklich, da habe ich ja richtig mal wieder Lust und Bock und aber auch die Zeit. Die Zeit ist auch da gerade und das muss ich natürlich auch zugeben. Ich habe natürlich jetzt in letzter Zeit viel arbeiten müssen, viele waren krank und dann musste man das ja halt, da sind wir jetzt schon. Dann gehen wir gleich nach unten, würde ich sagen.
Ich musste natürlich auch viel, viel, viel halt die Schichten mitnehmen von den anderen Leuten, weil die krank waren. Ich habe mich echt, manchmal habe ich mir echt gedacht, ob die sich irgendwie verabredet haben. Kam die eine von der Krankheit, also von Dings wieder, ist die andere krank geworden, ey. Naja, egal. Auf jeden Fall kann ich jetzt natürlich diese Überstunden ein bisschen wieder abbauen, habe natürlich auch wieder so ein bisschen mehr Zeit für mich und auch für euch und auf die Videos und so weiter und so fort, ne? Es kommt einfach alles, also eben gerade legt sich auch alles wieder und es ja, ist einfach wieder mal schön. Nee, der ist hässlich. Was haben wir denn hier noch? Nee, das ist auch hässlich. Ja, der ist auch schick. Ja, ich bin jetzt auch gerade wieder gut am Testen von Addons. Also, habe ich ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Wo müssen wir denn da oben hoch? Ich bin aber gerade am Überlegen, ob wir uns nicht mal ganz kurz den Buff holen und uns nebenbei auch für eine Ini anmelden, weil wir waren noch nicht im Blutkessel. Das heißt, wir haben dann noch die Dungeon Quests und wir waren auch nicht in den Sklavenunterkünften. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach mal. Ich schwuppe mich mal ganz schnell nach Pandoria. Trinke nebenbei mal was. So, dann holen wir uns nämlich gleich mal den Buff. Da haben wir wieder ein bisschen EP-Boost. Ich denke mal, wir werden die ja sowieso auf jeden Fall Hallo. bis Level 90 Mögen wir sich bekommen. neben Oh, wir haben sehr viel zu willkommen. tun und sehr viel zu Gnädigste. kriegen. Das ist doch immer sehr schön. Ach, du bist so niedlich. Was hast du denn eigentlich so für Fähigkeiten, mein kleiner Freund? Oh, dann müssen wir nachher mal testen. Nachher oder im nächsten Part? Ach, aber was er hätte machen können, finde ich, der hätten ruhig das Küken auf Level 25 oder so bringen können oder machen können, ne? Das hätten sie ja irgendwie eigentlich schon mal machen können. Ist sogar ein Fliegend. Aha. Ich bin gerade eigentlich dabei, mir ein Fliegentier zu machen. Also ein Fliegentyp zu hoch zu leveln. Auf 22 habe ich jetzt hier das Wächterjunge schon. Aber was machst du denn da? Was packst du denn da aus? Habe ich gesagt, dass du das auspacken sollst? Bin ich hier bei Hampelmann und Sohn oder was? Also, ja, auf jeden Fall. Dann eben Pegasus, ich nehme ja Pegasus, jo. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall möchte ich mal mit dem Kleinen kämpfen oder auch mal hochleveln. So, jetzt müssen wir mal schauen. Moment, Moment, Moment. Da haben wir wen und wen müssen wir da? Ach, diesen Typen. Naja, machen wir erst mit die hier. Die geht schneller und fixer und. Berichtet mir von euren Reisen. Willst du nicht mit mir Wohin ist reden? Ihre Reise? Und einmal buffen. Dann können wir nämlich auch wieder in die Instanzen. Ich glaube, zwei. Ja, wir haben jetzt zwei. Oh, sehr schön. Dann kriegen wir wieder 2 Stunden den Buffet. Das ist richtig nice. Also der Buff ist wirklich eine ganz, ganz nette Sache. Ah, wie weit willst du denn noch laufen? Komm schon. Grüße. Verbeugt euch vor mir. Ja, mache ich doch gerne. Willst du auch noch eine Kusshand? Kannst du auch noch haben. Ich glaube, was du, bei dir musste man, glaube ich, unterbrechen, ne, meine Gute. Du heilst dich oder so, ne? Irgendwas war doch da. Ach, die Kacke. Ja, da kommst du gar nicht erst hin. Du kommst da gar nicht erst hin. Ach, ich freue mich schon, wenn ich hier meine Statue habe. Aber ich glaube, die kriege ich erst mit 60, 70? 60, da hätte ich sie jetzt schon. Oh, ich glaube, wieder Kacke. Ich meine, die kam erst mit 70. Ich glaube, mit 70. 70? Ja, 70. Genau, da haben wir es. 70 erst. Ist aber auch nicht mehr so lang. Das ist ja noch annehmbar.
So, fokussiert zu einem richtigen Zeitpunkt Kraft auf einen Druckpunkt, um euren Gegner zu unterbrechen. Egal, was dieser gerade tut. Setzt dieses zu eurem Vorteil ein, um gefährliche Angriffe zu vermeiden. Aha, mein Guter, das werden wir machen. Och, der ist so niedlich, der kleine Schreckensrabe hier. Och, süß. Aber irgendwie sieht es ja doch irgendwie ähnlich zu diesem Rabenfürsten, ne? Also, das sieht ja doch wirklich sehr, sehr ähnlich aus, ey. Aber ich mag diese ganze... Ach so, ach Quackes. So, Mensch, bin ich blöd. Sieht ja doch irgendwie alles ganz schick aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Flup. Ach, der Sitz, ne? Warte mal. Der Sitz, wo ich da drauf sitze, richtig so schön golden und... Ach, schick. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich denke mal, den werden sowieso viele haben. Ganz klar, dadurch, dass viele sich auch die Collector Edition sich alle holen. Aber ich finde den richtig schick. Ich finde den nice. Also ich finde den ganz toll. So, dann gib mir her die Buffe. Die Buffe will ich auch haben. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Das ist gut, das nehme ich. Ich nehme das, ich nehme dies und ich nehme dieses. So. Dann können wir wieder zurück. Warte mal, dann können wir gleich mal hier uns anmelden. Obwohl wir sowieso gleich schon wieder am Ende des Pades sind, sehe ich gerade an der Uhr. Aber wir werden uns hier trotzdem mal anmelden. Aber nur für... Wie sieht es denn hier aus mit zufällig? Was haben wir denn drin? Nur Höllendingsbums da. Höllenfeuer, Bollwerk. Nee, das ist Blödsinn. Nehmen wir dies beides. Melden das so an und sind auch schon gleich drin. Ja, na klar, natürlich. Yay. Ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle Schluss, meine Lieben. Wir sehen uns dann halt im nächsten Part direkt gleich in der Instanz wieder. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr im nächsten Part natürlich dann auch wieder einschaltet. Also, dann bis bald. Tschüssi.